Hallo liebe zukünftige Studierende und Studieninteressierte. Ich möchte euch heute den Schwerpunkt Geochemie vorstellen. Was ist Geochemie? Geochemie verbindet die Geologie mit den Prinzipien und Methoden der Chemie und ist ein wichtiger Bestandteil der Geowissenschaften. Ja, aber was macht man eigentlich als Student der Geowissenschaften in der Geochemie? In der Geochemie beschäftigt man sich insbesondere mit den Kreisläufen auf der Erde. Besonders wichtig sind dabei der Wasser- und Kohlenstoffkreislauf. Aber insgesamt beschäftigt man sich eigentlich mit der Erde im Kompletten. Sowohl die Atmosphäre als auch die Biosphäre, als auch das Wasser auf der Erde und die Gesteine spielen in der Geochemie eine wichtige Rolle. Zudem beschäftigt man sich viel mit den Isotopen im Gestein und probiert so, Gesteine altersmäßig zu bestimmen. Mit welchen anderen Schwerpunkten der Geowissenschaften würde ich die Geochemie bestenfalls kombinieren? Geochemie bildet eigentlich ein wichtiges Bindungsglied zwischen allen Teilbereichen der Geowissenschaften. Allerdings insbesondere passt es gut mit Petrologie, der Sedimentologie und auch der Meeresbiologie. Wenn ihr euch entscheiden solltet, in Bremen Geowissenschaften zu studieren, werdet ihr ab dem ersten Semester mit der Chemie konfrontiert. Im ersten Semester werden euch die Grundlagen der Chemie, die ihr schon in der Schule gelernt habt, nochmal beigebracht und für den einen oder anderen vielleicht auch vertieft. Im zweiten Semester geht es dann schon direkt mit der Geochemie los. Im zweiten Semester werden euch sowohl die Grundlagen der organischen als auch der aquatischen Geochemie beigebracht. Und am Ende des zweiten Semesters könnt ihr auch schon erste Laborerfahrungen in einem Laborpraktikum sammeln. Solltet ihr euch dazu entscheiden, Geochemie als Schwerpunkt zu belegen, so habt ihr im vierten Semester die Kurse Stoffkreisläufe und Prozesse und Isotopengeochemie. In dem Kurs der Stoffkreisläufe und Prozesse werden euch die wichtigsten Kreisläufe und Prozesse auf der Erde und in unserer Umwelt beigebracht. In der Isotopengeochemie lernt ihr dann auch, wie ihr das Alter von Gesteinen bestimmen könnt. Im fünften Semester geht es dann weiter mit der organischen Geochemie. Die Grundlagen, die ihr euch im zweiten Semester schon angeeignet habt, werden vertieft und in einem Laborpraktikum werdet ihr auch weiter praktische Erfahrung sammeln. Im sechsten Semester wird dann die aquatische Geochemie vertieft, wo ihr euch auch die Grundlagen im zweiten Semester angeeignet habt. Und wiederum gibt es Laborübungen, die es zu bearbeiten gilt. Auch und welche beruflichen Perspektiven ergeben sich mir als erfolgreicher Absolvent mit einem Schwerpunkt auf der Geochemie? Einerseits in der Forschung und Lehrung gibt es viele Jobs. Andererseits kann man in der Rohstoffindustrie auch Fuß fassen. Dabei gilt es sowohl, den Bereich der metallischen Rohstoffe abzudecken, als auch den Bereich der Erdölindustrie, in dem Geochemiker auch sehr stark vertreten sind. Allerdings kann man auch allgemein etwas außerhalb der Geowissenschaften in einem Labor arbeiten. Das ist eine ertragreiche Auswahl. Solltet ihr bis hierhin dran geblieben sein, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr entscheidet euch für ein Studium der Geowissenschaften in Bremen.